Hallo und herzlich willkommen zurück zu Arma 3. Ja, ihr seht hier mal wieder ein Transport-Fail. Also, wer jetzt tatsächlich aufgrund dieser ganzen Fails schlecht von dem Spiel denkt, oder zumindest von King of the Hill, den kann ich beruhigen. In der Regel passiert sowas nicht. Aber, ja. Da sind wir. Ach du Scheiße. Ja, und jetzt? Okay, so. Ist halt so, ne? Arma ist ja so ein Spiel, was ich sehr gerne auch im Team spiele. Guck mal, wir flitzen da mal hoch. Wenn jemand Bock hat, irgendwie mitzumachen, vorausgesetzt ihr seid über 18, könnt ihr mich anschreiben. Kann man hier mal zusammen so eine Session aufnehmen. Ach scheiße, ich muss es einfach nutzen. Ja. Sehr schöne Sniper-Position. Da. Ach Gott, der hat ja überhaupt keine Lunge. Ist der Kettenrauch oder was? Gucken, ob sich da jetzt gleich irgendwas tut. Ich habe keine Ahnung, ob der tot ist oder nicht. Rechts liegt auf jeden Fall ein Toter von uns. Zwei Tote von uns. Gehen wir hier ein bisschen näher ran. Hier lang. Komm, das schaffst du, ja. Oh, Hilfe, ich häng fest.
Dinge gibt es, die gibt es gar nicht. Mal schnell hier hochsneaken. Ach, schade. Vielleicht kommen wir zu dem da hinten. Zu dem Verletzten. Wir können reviven. Oder auch nicht. Kompass anmachen. Nicht Kompass. Komme ich immer wieder zurück hier. Ich vermute, ich laufe hier viel zu viel rum. Wahrscheinlich. Oh, Hilfe, lass mich hier durch. Ach. Schauen wir mal, ob mich jemand rettet. Das wäre natürlich exorbitant geil. Rettet mich. Tut es. Das sieht doch schon mal positiv aus. Ja, hier scheint ganz schön die Party zu steigen, ne? In diesem Bereich. Da sind wir wieder. Ich hab dich gehört. Jetzt verarzen wir uns schnell. Ich habe jetzt gerade bei dem Typ nochmal geguckt. Ich habe jetzt so schnell reagiert, dass ich überhaupt nicht darauf geachtet habe, ob der jetzt einer von mir ist. Okay, da müsste der von rechts eigentlich kommen.
Der ist schon verschwunden. Wir gehen mal hoch. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Pose hier gerade. Fail. Oh, Fail hoch 2. Fail hoch 3. Fail hoch 4. Wieso hat er denn eine Rauchgranate geworfen? Ihr habt das jetzt gerade nicht gesehen, ne? Nee. Hüpf. Guck, ob wir den kriegen, also unseren retten können. On my position in the house, the enemy. Gar nicht gesehen. Oh. Das war ja, glaube ich, kein Fallschirm von uns. Aber der gute Mann scheint schon tot zu sein. Ich werde jetzt abgeschossen. Ich spüre es, ich werde abgeschossen. Noch nicht ganz.
komm mal ran. So, wen haben wir denn hier noch? Da, Flo, bla bla. Okay, so. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich hier die Feuermodus ändere. Noch so eine Granate, aber ich glaube, das schaffen wir so. Schwupp. Lass mich jetzt nicht im Stich. Steuerung G. Ein Haus, wo man rein kann, wo es zwei Eingänge gibt. Mein Puls ist gerade auf 180. Drei, wir haben drei gekillt. Okay. Also habe ich den einen hier wohl doch mitgenommen. Das wird wohl der da sein. Komisch, habe ich dann wohl völlig übersehen. In der unten links im Kill Dings Info Gedöns. Haben wir noch eine Granate? Nee, noch auch. Oder? Oh, das Feld wird gerade von uns beherrscht. Bin hinter dir, Kumpel. Ich decke dir den Popo. Da fuck! Jetzt revive mich auch bitte, ja? Ups, hat er mich erstmal über den Haufen geballert. Ernsthaft jetzt? Ich habe den
weiß, dass ich hier hinten drin festhänge. Scheiße. Nein. Wo bist du? Bist du im Haus drin? Habe ich den? Ja, den habe ich wenigstens mitgenommen. Gut. Ich mache dann hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in Folge 3 wieder. Bis dann. Tschüss.